Raz, dwa, raz, dwa, trzy, hey! Gestern Nacht hat's 9 Uhr Tram start, hey, mit dem Depot zu gehen. Plötzlich niemand weiss, warum sie das Schienengleis verlassen. Ist zu meinem Ufer geflogen und der Tadina. In der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. 7 Hunde haben kläglich gejault, grad wo das ist geschehen. Und ein kalter Windstoß ist durch die Mombischuallee. Und es hat einen Betrunkenen, was als einzige hat gesehen. Durch die leeren Strassen brüllen, oh Herr Jemine. Das hat an einem Polizist, wo der zur Stelle war. Hühnerhutig jagt, dass er ein Ei hat gelegt dabei. Und eine Frau hat gedacht, wie nützlich doch die Zucker sie. Hat sie genommen und sprägelt, bis ein Stier ein Auge war. Prägeln wir mal! Rest! Hey, ba da 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 ding ding da 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 ding ding hey la da 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 Stier ist aus der Pfanne, draus brennt und davon. Frau hat davon brüllen, laut und zetter Mordio. Bis der Stier sich in ein Tram verwandelt hat und so. Auf der Gleis ist weitergefahren gegen das Tramdepot. Darauf ist es wieder stiller worden und dann schliesslich Ruhe. Das 9. Tram ist hinten um ein Ranken Depot zu. Einer hat noch gerufen, in die Füße blaset mir in die Schuhe. Und die reitet sicher von meinem Geschichtli alle genug. Oh, schön, dass wir uns wieder sehen. Wie ist das Referat gegangen? Das Referat. Warum? Oh nein. Oh nein. Wollen Sie es wieder duschen? Aber sonst sind ihr, störe ich gerade. Ist da noch frei? Bitte. Merci. Hoi Greg, das ist der Steff. Du, kurze Frage zu deinem Briefing auf dem Mail. Ja, ja, habt ihr überhaupt nicht über die Offerte Hindermann geredet? Und warum nicht? Was nicht gefunden? Die liegt doch beim Zimmerli. Ja, die liegt auf seinem Pult. Sie muss auf seinem Pult liegen. Hör mal, ich finde das eine Katastrophe. Die ist doch viel günstiger als die vom Hosang und Partner. Das kann ich dir nicht auf der Rappe genau sagen, aber schau sie doch mal an, da siehst du es sofort. Moment schnell, ich glaube der Kondukteur kommt.
Ja. Nein, vom Ding her nicht. Wir... Ich kann nur sagen, wir sind da in einem Ruhewagen. Danke, das ist sehr angenehm. Dann höre ich den anderen besser. Hör mal, Greg, wenn der Entscheid noch nicht getroffen worden ist, dann müssen wir das morgen mal anschauen. Ja, aber noch besser wäre, wenn... Moment schnell. Ja, bitte? Tun Sie das bitte morgen besprechen und hängen Sie wieder auf. Was geht Sie das an? Wir sind da in einem Ruhewagen. Also, dann sind Sie doch ruhig. Hör mal, Greg, wenn die Entscheidung noch nicht getroffen worden ist, eben, dann müssen wir das morgen noch mal ab... Moment schnell. Ist doch gut, da hat einer Freude gehabt am Zeichnen. Ist doch lässig. Gregi, bist du noch da? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Also, hör mal, wegen dieser Offerte Hindermann. Hören Sie, die Offerte Hindermann ist mir gleich. Wir sind hier in einem Ruhewagen und nicht in einem Büro. Ja, Sie vielleicht, aber dort, wo ich bin, ist auch mein Büro. Sonst muss ich ja nicht Erstklasse lösen, oder? Gregi! Ja, hör mal, ja, die studieren da alle an der Akademie Mimi. Weißt du, was ich meine? Eben. Moment, ich habe gerade eine kleine Diskussion mit meinem Nebenmann. Wegen dem Hindermann. Ich meine es ernst, sie stören uns. Schon gut. Ich bin gerade fertig. Also abgemacht. Morgen wird zuallererst noch mal die Offerte Hindermann angeschaut. Ja. Los, ich muss jetzt abbrechen. Es gibt Leute, die wollen da Zeitung lesen. Ja, ich bin scheinbar in einem Ruhewagen. Doch, das gibt's. Also, tschüss, Besse, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Niedermann. Hoi, Gregi. Na, schon gefunden? Eben, ich hab's doch gesagt. Wie viel? 420'000, aha. Und Differenz? 22'000, eben, das ist doch nicht nichts. Ist es nicht leislich genug? Nein! Jesus, verschrecken Sie einem doch nicht so. Sie sehen doch, dass das Handy durchgestrichen ist. Ja, aber nicht meins. Also, Greg, abgemacht. Danke vielmals, bis morgen. Würden Sie es jetzt bitte abstellen? Sorry, aber ich muss erreichbar sein. Wegen diesen 22'000, das lohnt sich doch nicht. Das geht Sie einen feuchten Dreck an. Sie haben es uns doch auf die Nase gebunden, oder? Psst! Abstellen! Sofort! Vordermann! Hintermann? Niedermann! Wer alles noch zu der Sitzung kommen soll? Sicher der Bader und der Zimmerli. Der Zimmerli hat an dieser Sitzung nichts verloren, verstanden? Jetzt geht's eigentlich noch! Einer will die Unterlagen auf dem Pult liegen lassen. Jetzt heben Sie mal die Schnur! Das ist handyfreie Zone! Sonde ist Silence! Meine Herren, darf ich Sie bitten? Wissen Sie eigentlich, wo Sie da sind? Im Ruhewagen!